Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Ey Mama, irgendwie schmecken die Nudeln heute komplett anders. Ich habe ein kleines bisschen Wein für den Geschmack hinzugefügt. Oh ja. Wow, was war das denn jetzt? Ey Mama, irgendwie... das war ja richtig krass. Hey, aber ich mache das auch immer. Ich lösche immer mit Wein ab. Oder bei Soße Wein rein. Das schmeckt einfach geiler. Max, guck mal. Max, guck mal. Oh, 14-jährige Stadtkinder in der Schule. Oh, wie geil! Oh Mann, du bist voll der Alki. Ja, ich weiß. Schmitty, jetzt du! Mit 14 habe ich schon in der Schule gesoffen. Hey, danke, passt. Genau so ungefähr. Ja, das ist auch wirklich oft so. Was ist das? Ich weiß absolut nicht, was da oben steht. Es war schon witzig, aber ich habe absolut nichts kapiert, Mann. Jeden Morgen geht dieser ältere Mann in sein Lieblingsrestaurant zum Frühstück. Und dieses Mal hatte das Personal eine Überraschung für ihn. Sie hatten beschlossen, sein einzigartiges Frühstück auf die Speisekarte zu setzen und es Johns Frühstück zu nennen. Und es sah großartig aus. Er war so glücklich, da es ihm das Gefühl gab, wertgeschätzt zu werden. Das ist halt viel, viel, viel auch von den Bäckern und so. Die leben halt auch regelrecht mit davon, dass jeden Morgen die Rentner, die Senioren, als ihre Stammkunden wiederkommen. Ich meine, ich gehe auch jeden Früh zu unserem Bäcker und hole da Brötchen und Brot. Aha. Und der Realität funktioniert es absolut überhaupt nicht. Oh, was mit ihm? Vor allem, ist das nicht auch gefährlich? Ich meine, gut, dass er ihn gerettet hat, ja, was auch immer mit ihm war, vielleicht gesundheitliche Probleme. Der sah jetzt nicht unbedingt sehr besoffen aus, oder? Aber ist das nicht auch gefährlich? Ist auf den Gleisen kein Strom drauf? Glaube nicht, oder? Auf Gleisen allein ist ja kein Strom, das würde ja, nee, sehr viel zu gefährlich. Wenn der stille Schüler den Lehrer hops nimmt. Alpay, kannst du mir vielleicht die Frage beantworten? Nein, kann ich nicht. Viel zu viel Weiß eingesetzt. Gemeldet. Aber du meldest dich ja nie. Ich wollte dich gerade in den Unterricht mit einbeziehen, weil du nie redest. Ich habe damals auch Ärger bekommen, weil ich mich nie gemeldet habe. Stimmt so nicht. Ich rede schon. Ich rede nur nicht mit ihnen. Wenn der Stille... Ja, das hätte ich sein können. Ja, ich finde es blöd, wenn du dich nie meldest. Erstens, wenn ich die Antwort nicht weiß, warum soll ich mich dann melden? Ob ich keinen Bock habe zu quatschen, warum soll ich mich dann melden? Ich habe darin nie einen Sinn gesehen, die Lehrerin eine Frage stellt, dass ich mich da melden muss, um als allererstes die Antwort zu schreien. Hier, ich weiß es. Und deswegen habe ich Ärger bekommen, weil ich nie mich melde und nie was sage. Aber ist doch egal, ich habe doch trotzdem gute Noten gehabt, also spielt es doch keine Rolle. Das beweist doch, dass ich aufgepasst habe, oder? Schmeißt eure übrig gebliebenen Kürbiskerne vom Kürbisschnitzen auf keinen Fall weg, sondern gebt die Kerne in eine Schüssel mit Wasser und löst sie vom restlichen Kürbis. Die gelösten Kerne sollten dann oben schwimmen. Jetzt die Kerne nochmal gründlich abwaschen, abtrocknen und dann können wir sie auch schon mit Olivenöl, Salz, Paprikapulver und Curry auf einem Backblech vermischen. Danach für 10 Minuten im Ofen rösten, am besten nach der Hälfte der Zeit einmal wenden und dann könnt ihr euren knusprigen Snack auch schon genießen. Schmeißt eure Okay, habe ich noch nie probiert. Aber haben Kürbiskerne nicht, genau wie Sonnenblumenkerne, ultra viel Kalorien? Also ich halte mich von sowas immer fern. Auch Erdnüsse esse ich nicht mehr viel, nachdem ich erfahren habe, dass sie echt sehr, sehr viel Kalorien haben. Warte gleich vom Besuch. Kümmer du dich um das kleine Kind, ja? Nee, immer wenn ein kleines Kind kommt, mach nicht irgendwas. Früher, ich muss so viel Erdnüsse kann ich mir gegessen. Einen Stuhl holen und mich neben dich setzen? Ja klar, wenn du schon so weit fragst. Willst du was spielen? Ja, nein, spiel du ruhig fertig. Ich warte. Okay, ich bin schon fertig. Also. Nein, alles gut, ich will nichts spielen. Aber sollen wir eine Zeichentrickserie schauen? Achso, ja klar, ich mach dir dann kurz was auf dem Fernseher auf, okay? Nee, die neuen Animationsfilme sind die reinste Katastrophe. Lass uns lieber die alten Originalen. Das ist doch kein echtes Kleinkind, Alter. Willst du was zu essen oder zu trinken? Ja, alles gut, ich habe alles vorbereitet. Ich habe Pizza gemacht und Getränke geholt. Ist das ein Traum? Das ist echt! Das ist egal. Na gut, ja, ich muss ehrlich sagen, bei vielen, vielen heutigen Serien, wenn es neu gemacht wird, ist die Animation echt schrecklich. Ich meine, ich habe mich gefreut, dass DuckTales neue Folgen bekommt. Damals große Nachrichten, DuckTales neue Folgen. Und
Der Hammer, es werden die alten Animationsstil benutzt. Das war gar nicht so, Mann. Ist reinste Katastrophe, Alter. Oh mein Gott! Aber mal ehrlich, da würde ich den Grund für die Verspätung sogar verstehen. 17 Euro hat mich diese grüne Nutella gekostet. Heute teste ich, ob sie irgendwie anders schmeckt. Und natürlich, welche der beiden besser auf der Eisplatte... 17 Euro? Was ist denn an der anders, als dass sie mit Gold versetzt? ...gerollt. Warum die so teuer ist? Ganz einfach, sie ist vegan. Quatsch. Wobei, ja, sie ist neu und rein pflanzlich, aber halt noch nicht offiziell in allen Läden. Wie ich hörte, soll sie 2025 in Deutschland sein und etwa... Ja, aber trotzdem, Alter, das ist ihr Preiskauf. Gleich viel kosten. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Habt ihr Originale ewig... Warte mal, gleich viel wie die alte, hat er gerade gesagt, oder gleich viel wie die er jetzt bezahlt hat? Nein, Mann. Nicht mal probiert? Schmeckt schon gut, keine Frage, aber jetzt direkt im Vergleich die vegane. Ganz ehrlich, ich finde, die schmeckt genau gleich. Vielleicht ein etwas festeres Mundgefühl, also etwas zäher, aber geschmacklich in derselben Liga. Doch welche Sorte kann ich jetzt besser aufrollen? Natürlich ohne die Zugabe von flüssiger Eiscreme wie sonst. Einfach zwei gerade Streifen ziehen, die etwa gleich lange auf der minus 25 Grad kalten Eisplatte anfrieren. Jetzt setze ich den Spachtel an der nicht vegan an und muss feststellen, ja, rollt. Nur wird die Rolle monstergroß. Aber zählt, man kann ja durchschauen. Dann die vegane Nutella. Rollt auch, ich würde sagen, sogar ein bisschen besser. Hanuta wird übrigens auch bald veganisiert. Vielleicht sehen wir auch schon bald den grünen Happy Hippo. 17 Euro hat... Das Ding ist halt, ich würde die sogar probieren, wenn sie wirklich normalen Preis hat und keine 17 Euro kostet, sondern ganz normal wie die normale Nutella würde ich sie probieren. Wenn die jetzt 3-4 Euro mehr kostet, dann auch nicht, weil das lohnt sich dann nicht, wenn die schon vegan ist, dass ich dann dafür mehr Geld ausgeben muss. Ich finde es irgendwie immer seltsam, dass das mehr kostet, wenn es sowieso alles pflanzlich ist. Aber jetzt davon mal abgesehen, esse ich auch, wenn ich mal zu McDonald's gehe, diesen McPlan Tomaten-Charge oder wie der heißt. Der ist vegan und der schmeckt aber übelst geil. Solange die veganen Produkte schmecken, ist mir das egal, ob die vegan sind oder nicht. Es muss einfach schmecken. Nachdem diese kleine Prinzessin ihm einen Kuss gegeben hatte, erschreckte sie seine Reaktion. Doch der lustigste Moment war, als sie ihn noch einmal küsste und ihm zeigte, dass er das nicht noch einmal tun soll. Nachdem diese... Hä, hey, was ist das hier für ein Scheiß? Eine wahre Heldin rettet Kätzchen auf der Autobahn? Was ist das für eine Beschreibung? Okay, das waren echt komische Shorts heute, aber die waren dabei. Ich hoffe, euch hat das Shorts-Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Was war das für ein Scheißende?